Herzlich willkommen an alle, die sich bereits eingewählt haben. Wir warten jetzt noch kurz 1 bis 2 Minuten, weil sich immer noch Personen verbinden und beginnen dann sofort mit dem heutigen Webinar. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzliches Willkommen zum ersten Open Data Webinar für Citizen Science Projekte beziehungsweise zum ersten Termin dieser Workshop-Reihe, die wir anbieten. Mein Name ist Moritz Müller und gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Dörler werde ich Sie heute durch dieses Webinar führen. Bevor wir in das Thema heute einsteigen, nochmal kurz ein paar Hintergrundinformationen. Das Webinar wird organisiert von der Arbeitsgruppe DACH. Das ist ein Zusammenschluss von Akteurinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und unser gemeinsames Ziel ist es, die Zusammenarbeit und den Austausch zu Citizen Science im deutschsprachigen Raum zu stärken. Wenn Sie mehr zur Arbeitsgruppe erfahren möchten, dann finden Sie auf den Webseiten der nationalen Plattform Bürgerschaften Wissen für Deutschland, Österreich forscht für Österreich und Schweiz forscht für die Schweiz noch mehr Informationen dazu. Das Webinar, für das Sie sich heute eingeloggt haben, bildet den Auftakt einer Workshop-Reihe. Im September folgen dann thematische Workshops, Hands-on-Workshops, in denen für verschiedene Fachdisziplinen Kriterien, Tools und Best Practices von Open Data in Citizen Science-Projekten erarbeitet werden. Den Auftakt bieten dabei die ersten Workshops einmal zu den Geisteswissenschaften und zur Ökologie. Die genauen Termine erfahren Sie dann entweder im Anschluss an diese Veranstaltung dann über die Newsletter der nationalen Citizen Science Netzwerke und Zentren, die ich gerade eben schon genannt habe, oder per Mail, falls Sie das angegeben haben, als Sie sich für dieses Webinar angemeldet haben. Ja, und Open Data ist ja ein integraler Bestandteil einer guten Citizen Science Praxis und auch wesentliches Kriterium einer offenen Wissenschaftskultur. Und das spiegelt sich einerseits sowohl in den 10 Prinzipien zur Citizen Science der European Citizen Science Association wieder, als auch in den Qualitätskriterien für Citizen Science, die bei uns auf der Plattform Österreich forscht implementiert sind. Und die Gründe dafür sind recht offensichtlich. Generiert die Zivilgesellschaft durch aktive Teilnahme an Forschung Daten, dann sollten diese Daten natürlich dann möglichst ohne Beschränkungen wieder abrufbar sein. Und gleichzeitig sind offene Daten aber auch die beste Werbung für die Wissenschaft, denn nur eine transparente Datengrundlage kann Vorbehalte der Wissenschaft gegenüber Citizen Science abbauen. Und trotz dieser guten Argumente für Open Data sind wir noch weit davon entfernt, dass offene Daten im Bereich Citizen Science die gelebte Praxis sind. Darum hat die Workshop-Reihe auch das Ziel, Citizen Science-KoordinatorInnen Open Data näher zu bringen. Da oftmals eben auch falsche Vorstellungen von Open Data zu Widerstand bei ProjektkoordinatorInnen führen. Und wir wollen damit jetzt langfristig auch einen Mentalitätswandel zu einer offenen Datenkultur anstoßen. Ja, danke Daniel für den Einblick in die Beweggründe für dieses Webinar. Und jetzt wollen wir auch zum heutigen Webinar schon ein bisschen inhaltlich einsteigen. Wir erwarten heute 2 Vorträge, die das Thema Open Data aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick nehmen. Zuerst gibt Professor Dr. Stefan Scherbaum von der Universität Dresden einen allgemeinen Überblick darüber, was hinter dem Begriff Open Data steckt und was offene Daten für die wissenschaftliche Praxis bedeuten. Im 2. Vortrag des Webinars legt Dr. Melanie Rötlisberger von der Universität Zürich den Fokus dann auf Open Data und Citizen Science und spricht über die Relevanz von Open Data für Citizen Science und über bereits bestehende Erfahrungen und Strukturen in Citizen Science Projekten. Wir richten uns mit der Veranstaltung bewusst an Open Data Neulinge, also Projektkoordinierende und Interessierte aus dem Bereich Citizen Science, die bisher keine oder nur wenig Erfahrung mit Open Data in ihren Projekten gesammelt haben. Das Webinar ist als Einführung verpflichtend für die Teilnahme an den fachspezifischen Workshops, die dann im September starten. Sie können aber sozusagen dieses Webinar auch nochmal nachträglich anschauen. Wir wollen mit dem ersten Webinar also heute die theoretische Basis für die folgenden fachspezifischen Hands-on-Workshops bilden. Und wenn Sie sich jetzt wundern, wer jetzt die ganzen anderen Personen hier sind, die Sie hier sehen können, neben Melanie Rötlisberger und Stefan Scherbaum, das sind Moritz und mir gemeinsam vor allem die OrganisatorInnen, die hinter dieser Workshop-Reihe und hinter diesem heutigen Webinar sind. Florian Heigl, mein Kollege auch aus Österreich, dann Olivia Höhner vom Citizen Science Center Zürich und Wiebke Brink von Bürgerschaften Wissen. Und nochmal ganz kurz nach dem Input
unserer beiden ExpertInnen bleibt natürlich auch Zeit für Fragen und Diskussion. Und die Fragen können Sie einfach in den Chat oder in das Frage-und-Antwort-Tool hier auf Zoom stellen. Und der Moritz und ich, wir sammeln diese Fragen und stellen sie nach den zwei Input-Vorträgen für Sie an unsere beiden Vortragenden. Und ja, im Nachgang zum Webinar würden wir Ihnen auch noch eine ganz kurze Evaluierung per E-Mail zukommen lassen. Und wir möchten Sie bitten, diese auszufüllen, da wir dadurch dann vor allem die praktischen Workshops, die es dann in weiterer Folge geben wird, besser vorbereiten können. Und ja, damit bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ja, das Webinar kann starten und ich freue mich schon auf die Inputs. Ja, dann würde ich an der Stelle übernehmen und dann vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmenden. Und ich darf Ihnen sozusagen ein bisschen aus der Vogelperspektive eine Einführung in Open Data geben. Und ich werde dabei zuerst einmal mit Ihnen angucken, was meint Open Data und warum sollten wir es eigentlich tun? Dann gucken, was müssen wir dabei beachten und was sollten wir dabei beachten? Ein kleiner, aber feiner, wichtiger Unterschied. Ich möchte das Ganze beginnen mit einer kleinen Anekdote. Die hat sich seit August 2022 zugetragen. Und die Situation war, dass eine Studentin ihre Masterarbeit bei mir schreiben möchte. Sie hat dazu ungefähr 5 bis 6 Monate Zeit und sie möchte die Daten einer großen öffentlich geförderten Studie reanalysieren. Und da waren wir der Meinung, das ist gar kein Problem. Ich schreibe die Kollegin an, die die Daten in ihrer Studie produziert hat. Das ist eine öffentlich geförderte Studie, die ist ganz groß. Da kommen wir auf jeden Fall an die Daten ran. Schreibe also eine freundliche E-Mail mit der Bitte, ob wir die Daten haben könnten. Bis Oktober 2022 gab es leider keine Antwort. Dann habe ich nochmal nachgefragt, ganz freundlich, ob ich die Daten haben könnte. Leider gab es wieder keine Antwort. Und im November 2022 habe ich also dann den Trick gemacht, den man immer in Organisationen macht, wenn man an die Person, die man gerne möchte, nicht rankommt, schreibt man einer anderen Person, die irgendwie möglichst nebendran sitzt. Und habe also dieser Person geschrieben und siehe da tatsächlich dann, auf diese E-Mail habe ich letztendlich dann von der eigentlich angeschriebenen Kollegin eine E-Mail gekriegt. Allerdings, leider wird sich das alles noch ein bisschen hinziehen. Sie sagt 14 Tage, weil sie noch mit Kooperationspartnerinnen sprechen muss, ob sie mir das schicken kann und so weiter. Und im Dezember hake ich dann wieder nach. Also 14 Tage waren schon längst wieder rum. Und dann kurz vor Ende des Jahres kriege ich also tatsächlich die Daten. Leider hatte sich die Kollegin, die das dann aufgearbeitet hat, ein bisschen vertan und musste die Daten auch nochmal korrigieren und mir nochmal schicken, sodass ich also am Ende dann tatsächlich der Masterandin die Daten geben konnte. Jetzt in dem Fall war es zum Glück so, dass sie die Masterarbeit noch verschieben konnte. Wäre das jetzt jemand gewesen, der wirklich pünktlich hätte Schluss machen müssen, wäre die Masterarbeit im Prinzip schon vorbei gewesen. Was ich aus eigener Forschungserfahrung traurigerweise festhalten muss, in 90% der Fälle läuft das nicht so gut ab, wie es hier abgelaufen ist, sondern in 90% der Fälle habe ich erlebt, dass es versandet ist einfach, wenn der Versuch gestartet wurde, an Daten ranzukommen. Und das ist für mich eine der großen, ganz egoistischen Motivationen, Open Data zu propagieren und selbst zu praktizieren. Gut, schauen wir uns erstmal an, was meine ich, wenn ich Open Data sage? Und da fragen wir doch gleich mal eine offene Datenbank dazu, nämlich Wikipedia. Und Wikipedia sagt, dass Open Data also Daten sind, die von jedermann zu jedem Zweck genutzt, weiterverarbeitet und weiterverwendet werden dürfen. Und die Einschränkungen der Nutzung sind nur erlaubt, um den Ursprung und die Offenheit des Wissens zu sichern, beispielsweise durch Nennung des Urhebers oder durch die Verwendung einer Share-Alike-Klausel. Diese Klausel werden wir uns nachher noch mal kurz angucken. Hervorzuheben ist, dass offene Daten keine personenbezogene Daten oder dem Datenschutz unterliegende Daten beinhalten dürfen. Also grob umrissen geht es um Daten, die jeder nutzen darf. Allerdings gibt es bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel den Datenschutz. Wenn wir Open Data einordnen wollen in das Gesamtbild von Open Science, dann sehen wir, dass wir einerseits den wissenschaftlichen Prozess haben aus der Konzeptualisierung, Datensammlung über die Analyse, die Publikation und das Review. Dieser Kreis, dieser wissenschaftliche, ist umschlossen von sehr vielen verschiedenen Open Science Praktiken. Sie sehen hier auch Citizen Science als eine dieser Praktiken. Aber wir haben eben auch Open Data. Das heißt, Open Data bildet eine Komponente in sehr vielen Ansätzen, Wissenschaft offener zu machen. Warum sollten wir es jetzt tun, außer meiner gerade dargelegten egoistischen Perspektive? Nun, man könnte erstmal argumentieren,
Daten gehören doch eigentlich den Menschen. Wenn ich Genome erhebe, wenn ich umweltwissenschaftliche Daten erhebe, sehr, sehr viele Daten kommen letztendlich von Menschen. Warum sollten sie Menschen nicht auch zur Verfügung stehen? Das zweite Argument ist, und das geht in eine ähnliche Richtung, die meiste Datengenerierung oder sehr viel Datengenerierung findet durch öffentliche Gelder statt oder im weitesten Sinne unterstützt durch öffentliche Gelder, also sollten sie eigentlich auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Da gibt es ein Argument, dass die Zusammenarbeit natürlich auch mehr Nutzen bringt für die Allgemeinheit und auch den Autor, die Autorin von Daten und damit Forschungsfortschritt, also ein idealistisches Argument. Gleichzeitig erhöhen natürlich offene Daten, so ist die Hoffnung, die Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse. Dadurch, dass andere Leute reingucken können, können sie leichter wissenschaftliche Ergebnisse nachvollziehen und auch reproduzieren. Dann haben wir unter Umständen eine Verbesserung des Transfers, eine bessere Nutzbarmachung von Wissen. Wir sparen Geld und Ressourcen, weil wir vermeiden, dass verschiedene Gruppen vielleicht ähnliche Daten produzieren, ähnliche Forschung durchführen. Und am Ende nochmal ein idealistisches Bild. Informationen für die Bürger werden letztendlich durch solche Daten auch geliefert. Und das ist natürlich letztendlich eine Stütze der Demokratie, auch eine Stütze für Bildung in der Demokratie und geht in die Richtung von Open Government als Ideal einer offenen demokratischen Regierungsform. Es gibt sehr viele gute Gründe also dafür, Open Data zu machen. Und deswegen ist es auch so, dass Open Data mittlerweile nicht mehr nur optional ist, sondern Open Data eigentlich immer mehr zur Pflicht oder eben auch Bürgerpflicht wird, wenn wir über Citizen Science nachdenken. Und wir können beobachten, wie seit mehreren Jahren es immer mehr Gesetzgebung gibt, aber auch implementierte Richtlinien von verschiedenen Fördermittelgebern, wie zum Beispiel im SNF in der Schweiz, in Österreich, die FWF, und auch verschiedene Gesetze zu offenen Daten. Also zum einen die Verpflichtung bei öffentlich geförderten Projekten, die Daten öffentlich zugänglich zu machen. Und zum anderen aber auch die Verpflichtung von Behörden, dass Daten maschinenlesbar und entgeltfrei öffentlich zugänglich gemacht werden müssen. In Deutschland kann man sich das zum Beispiel angucken auf dem Portal govdata.de. Gut, was meine ich, wenn ich von Open Data rede? Da gibt es erstmal eine grundsätzliche Unterscheidung, was offene Daten eigentlich sind. Und wenn wir uns angucken, in der Wissenschaft erheben wir alle möglichen Daten, auch wenn Sie Citizen Science machen, dann haben Sie oftmals erstmal Rohdaten. Das können Bleistiftnotizen sein, das können Fotos sein, Audioaufzeichnungen, alles Mögliche, was Sie sozusagen als Rohdaten erhoben haben. Und dann gibt es als nächsten Schritt Primärdaten. Das sind Daten, die stellen die erste digitale Umwandlung von Rohdaten dar. Also wenn Sie schon verschiedene Sachen einscannen, Fragebögen einscannen, digitalisieren. Und damit haben wir nicht vorverarbeitete Daten, also nicht transformierte Daten, die sind immer noch so, wie Sie sie erhoben haben, nur eben jetzt mehr oder weniger in einheitlichem Format. Dann haben wir Metadaten, das sind Informationen über die Forschungsdaten, die in strukturierter Form vorliegen, das können Projektnummern sein, welche Personen was erhoben haben und so weiter. Dann haben wir abgeleitete Daten, das sind dann die ersten Resultate aus späteren Analyse- und Berechnungsschritten über Ihre Daten. Und dann haben wir aggregierte Daten, die fassen dann die Primärdaten zusammen. Und die sind oftmals die Grundlage für statistische Analysen. Gleichzeitig weisen sie aber schon einen großen Informationsverlust, also eine gewisse Vereinfachung, auf. Wenn wir von Open Data reden, dann reden wir sehr oft von Primärdaten, idealerweise auch Rohdaten, wobei eben da oftmals verschiedene Grenzen dann gegeben sind. Und aggregierte Daten sind eigentlich die kleinstmögliche Lösung für Open Data, weil eben hier ein gewisser Informationsverlust stattgefunden hat. So viel erstmal zum groben Rahmen, was Open Data meint und warum wir es tun sollten. Es gibt ein paar Dinge, die wir beachten müssen, wenn wir Open Data machen wollen. Und wichtige Regelungen, die Open Data betreffen, sind erstens der Datenschutz. Wir müssen, wenn wir Daten online stellen, die Anonymität sicherstellen oder beziehungsweise und die Zustimmung der Personen einholen. Es ist generell so, dass Datenschutzgesetze eine Präambel haben, in denen immer von personenbezogenen Daten die Rede ist. Dementsprechend, wenn Sie wirklich Anonymität sicherstellen können, sind Daten im Prinzip frei. Das Problem ist immer die Frage, können Sie die Anonymität sicherstellen? Oder gibt es manchmal, wenn es personenbezogene Daten waren, die Sie entpersonalisiert haben, trotzdem die Möglichkeit, am Ende wieder auf eine Person Rückschlüsse zu erstellen? Deswegen ist die Zustimmung der Personen, wenn sie personenbezogene Daten haben, immer idealerweise mit einzuholen. Das zweite ist die Zustimmung aller Beteiligten und Mitforschenden. Sie sollten, bevor Sie Daten überhaupt erst generieren, idealerweise Vereinbarungen miteinander treffen, wer welche Rechte an den Daten hat
und dass oder ob diese und in welcher Form sie veröffentlicht werden dürfen. Idealerweise, wie gesagt, vor der Datenerhebung, denn die Rechtslage zu Daten ist schwierig. Also wem Daten gehören, ist oftmals gerade in losen Forschungsverbünden sehr, sehr schwer rechtlich zu klären. Und dementsprechend ist es etwas, was besser im Vorhinein durch Vereinbarung getroffen wird oder eben im Prozess, zumindest noch, wenn Sie es nicht vorher gemacht haben. Das Letzte ist noch, das gilt immer, wenn Sie wissenschaftlich arbeiten und vor allem dann, wenn Sie Daten oder Inhalte veröffentlichen zu den Daten. Es gibt Aufbewahrungsfristen. Im Moment sind die in der Regel 10 Jahre, zumindest bei Veröffentlichungen. Das heißt, Sie sollten auch beachten, dass Sie ein sicheres Data Management haben, also sich eine eigene Infrastruktur ausdenken, wie die Daten gesichert sind, gebackupt sind und für einen bestimmten Zeitraum auch vorgehalten werden können. So viel zu dem, was Sie beachten müssen. Jetzt ist die Frage, was sollten Sie beachten, damit Open Data auch Sinn macht? Und da schauen wir uns erstmal eine Unterscheidung an, welche Qualitätsformen von Open Data es eigentlich gibt. Und das Ganze finden Sie auch auf 5-stardata.info. Die Unterscheidung gliedert das Ganze in 5 Stufen. Die erste, einfachste Stufe wäre, die Daten sind irgendwie zugreifbar im Internet. Die zweite Stufe ist dann, die Daten sind strukturiert. Und da haben wir hier als Beispiel den Unterschied zwischen einem einfachen PDF, in dem Daten einfach aufgeschrieben sind sozusagen, zu einer schön strukturierten Tabelle, wie eine Excel-Tabelle hier im Beispiel. Danach, der nächste Schritt wäre, die Daten sind in einem offenen Format. Hier haben wir jetzt den Unterschied zwischen Excel und CSV. Das eine ist basierend auf einer Anwendung, die letztendlich von Microsoft kommt. Da muss ich also unter Umständen dieses Programm haben, um die Daten lesen zu können. CSV ist ein Format, das kann im Prinzip jedes Programm öffnen, weil es textbasiert ist. Dann sollten die Daten eine URI haben in der nächsten Stufe. Sie sollten also fest verlinkt sein, sprich verlässlich auffindbar. Und am Ende haben wir dann noch, dass Daten miteinander verlinkt sind beziehungsweise zueinander in Beziehung gesetzt sind. Das wäre dann sozusagen der Goldstandard, weil dann eben die Daten nicht mehr unverbunden im Netz liegen, sondern aufeinander Bezug nehmen. Neben diesen Qualitätsformen gibt es ein sehr schönes Akronym, das uns helfen kann, zu verstehen, wie wir Open Data gestalten sollten. Und diese Abkürzung sind die FAIR-Prinzipien und die repräsentieren letztendlich 4 wichtige Voraussetzungen für Open Data. Das F, das steht für findable, also Open Data sollten auffindbar sein. Sowohl Daten als auch Metadaten sollten sowohl für Menschen als auch für Computersysteme leicht auffindbar sein. Was genau das bedeutet, schauen wir uns gleich im Detail an. Das zweite ist das A für accessible, also zugänglich. Die Daten und Metadaten sollten langfristig archiviert werden und für Maschinen und Menschen zugänglich sein. Dann haben wir das I für interoperable, also interoperabel. Die Daten sollten so verfügbar sein, dass sie ausgetauscht, interpretiert und mit anderen Datensätzen kombiniert werden können. Hier sollten also keine technischen Hürden bestehen. Und schließlich reusable, also wiederverwendbar. Es sollte eine Lizenzierung vorliegen und eine gute Beschreibung der Daten, sodass die Daten für zukünftige Forschung wiederverwendet werden können. Und eine ordnungsgemäße Zitierung wird ermöglicht und die Bedingungen der Nachnutzung werden verständlich dargestellt. Was bedeutet dieses Akronym? Werden wir es uns mal ganz konkret angucken. Das schauen wir uns jetzt im Folgenden an. Wenn Sie selbst später mal für Ihre Daten herausfinden wollen, ob sie fair sind, dann finden Sie unter dieser URL ein Tool, mit dem Sie letztendlich bestimmte Fragen beantworten können, um zu sehen, wie fair Ihre Daten sind. Aber gucken wir uns die einzelnen Prinzipien nochmal genauer an. Das erste ist die Forderung nach findable und accessible. Und hier spielen Repositorien eine ganz große Rolle, also Orte, die eine permanente Speicherung der Daten zulassen. Das ist unterschiedlich nach Disziplin und Größe der Daten. Eine Liste dafür finden Sie zum Beispiel bei den Journals von PLOS unter dieser URL. Ein Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte, ist das Open Science Framework. Mit dem Open Science Framework haben Sie eine Website, auf der Sie einen kostenlosen Account haben können. Und dort können Sie den kompletten Projektablauf abbilden. Sie können 5 bis 50 Gigabyte Daten speichern. Sie können festlegen, dass die Speicherung in Deutschland, Frankfurt stattfinden soll, was für den Datenschutz hilfreich ist. Sie können sich eine permanente Adresse für das Projekt, einen sogenannten DOI, geben lassen. Und Sie können das Projekt auch lizenzieren, was für die nächsten Punkte dann gleich wichtig ist. Und damit können Sie dann Findability und Accessibility herstellen. Was wichtig ist dafür, ist das, was ich gerade schon mit dem DOI angedeutet habe, nämlich persistente Identifikatoren. Also sprich, Sie brauchen eine Adresse, unter der die Daten immer auffindbar sind. Und die werden in der Regel von einer Organisation, einer sogenannten Registratur unterstützt, die angibt, welches Objekt identifiziert wird. Normalerweise werden solche PIDs
wie eine URL ausgedrückt, wie eine Webadresse. Und das Register gibt dann an, wohin diese URL letztendlich führt, sodass es eine permanente Verbindung zwischen der Adresse und dem Speicherort der Daten gibt. Und die PEDs haben als Anspruch, dass sie immer auf das richtige Objekt verweisen, auch wenn sich der Standort des Objekts ändern sollte, sprich wenn sie die Daten umziehen von einer Plattform auf eine andere. Etabliert hat sich hier der DOI, der Digital Object Identifier, als ein Standard, der einen bestimmten Aufbau aufweist, an dem Sie dann letztendlich sehen können, wo die Daten herkommen. Und wenn Sie das in den Browser eingeben, dann landen Sie letztendlich automatisch dann über die Registratur an der Stelle, wo tatsächlich dann die Daten liegen. Die nächste Kombination von den FAIR-Prinzipien ist Accessible und Interoperable. Hier spielt eben das Thema des Formats eine wichtige Rolle, das ich schon angedeutet hatte bei den Qualitätskriterien. Die Daten sollten entweder in Formaten von Open-Source-Software vorliegen. Klassischerweise gibt es hier zum Beispiel Statistikprogramme wie R oder Calc als offenes Statistikprogramm oder JAS, was auch ein offenes Statistikprogramm ist. Oder aber alternativ und fast noch besser, wenn Sie können, speichern Sie die Daten in sogenannten generischen Formaten, also textbasiert. Das CSV habe ich schon angedeutet. CSV selbst sieht nicht so hübsch aus, da haben Sie so ganz viele Werte mit Kommata aneinandergereiht. Aber jede Tabellenkalkulation kann letztendlich dieses CSV-Format wieder hübsch einlesen und daraus wieder eine schöne Tabelle erstellen. Schließlich gilt, was Sie nicht machen sollten, ist Daten in proprietären, geschützten Formaten abspeichern, in Software wie zum Beispiel MATLAB, SPSS, Starter und wie sie alle heißen. Aber natürlich gilt auch, bevor Sie gar keine offenen Daten machen, speichern Sie lieber noch proprietäre Daten. Es kann sein, dass Sie keinen anderen Weg finden. Es ist besser als nichts. Dann kommen wir zum nächsten Prinzip, nämlich Reusable, der Wiederverwendbarkeit. Und hierfür ist es jetzt nicht nur nötig, dass Ihre Daten überhaupt gelesen werden können, sondern dass sie auch verstanden werden können. Das heißt, hier spielt Dokumentation und Metadaten eine wichtige Rolle. Das heißt, es ist wichtig, dass die Daten wiederverwendet werden können, ohne dass die Datenproduzenten kontaktiert werden müssen. Also wenn Sie meine Daten im Internet finden, dann sollten Sie die verstehen können, ohne mich nochmal zu kontaktieren. Und dafür sollte ich natürlich solche Dinge wie Variablennamen, Bedeutung von Variablen, Wertebeschriftungen, all die Dinge, die man mit der Zeit ansammelt, sollten entsprechend dokumentiert werden, was bestimmte Werte bedeuten, Wertebereiche von Messungen, wo die Variablen herkommen, welche Art von Messung haben Sie durchgeführt, mit welchem Instrument, welche Items in Fragebögen haben Sie verwendet, welche Fragen, unter Umständen, wo stehen die in dem Fragebogen, und natürlich möglicherweise auf weitere Tabellen mit vollständig aufgeführten Angaben, bestimmte Anweisungen, die Sie gegeben haben, wenn Sie mit Menschen gearbeitet haben und auch, wie Sie umgegangen sind mit fehlenden Werten. Da kann man zum Beispiel Imputationen durchführen, dass man die fehlenden Werte sozusagen errechnet aus den anderen Werten. Das muss alles klar geschildert werden in einem sogenannten Codebook, das letztendlich dann ganz klar eben für jede Variable, für jedes Datum, das Sie haben, beschreibt, wie das Ganze aufgebaut ist und wie es zu verstehen ist. Und das kann eine einfache Word-Datei mit einer Tabelle sein. Sie müssen es sich hier nicht schwierig machen. Ein weiterer Aspekt von Reusability ist die Lizenzierung von Daten. Das Problem ist, wenn Sie keine Lizenz vergeben, dann sind die Daten nicht wirklich offen. Eine Lizenz teilt jedem mit, ob Sie auf Daten zugreifen dürfen, wofür Sie sie verwenden dürfen, ob Sie sie weitergeben dürfen. Und wenn Sie nicht über eine Lizenz verfügen, dann kann es zwar sein, dass die Daten eigentlich öffentlich verfügbar sind, aber letztendlich aufgrund von Urheberrechts- und Datenbankgesetzen haben Sie unter Umständen keine Berechtigung, darauf zuzugreifen und das Ganze zu verwenden und weiterzugeben. Das heißt, Sie müssen sich für einen Lizenztyp entscheiden. Das Gute ist aber, Sie müssen dafür jetzt nicht Jura studieren, sondern es gibt mittlerweile Ansätze wie Creative Commons Lizenzen oder Regierungslizenzen, wo Sie im Netz relativ einfach sich selbst eine passende Lizenz heraussuchen können, die wiederum juristisch abgesichert ist. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Creative Commons Lizenzen, die prinzipiell vier Merkmale unterscheiden, nämlich ob die Urheber der Daten genannt werden sollen, das ist die Attribution, ob die Daten nur auf die gleiche Art geteilt werden dürfen, wie es bisher auch der Fall war, share alike, ob die Daten nur für non-kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen, also nicht um damit Geld zu verdienen, sondern nur für weitere Grundlagenforschung zum Beispiel, und ob irgendwelche Ableitungen von diesen Daten getroffen werden dürfen oder ob man sie nur so verwenden darf, wie sie im Original sind. Das Ganze lässt sich letztendlich kombinieren, diese Eigenschaften, sodass Sie eine CC, eine Creative Commons Lizenz haben, die gar nichts fordert oder nur die Zitation, dass Sie genannt werden als Urheber
bis hin zu Daten, wo sie genannt werden wollen, wo sie sagen, das darf nicht kommerziell sein und die Daten dürfen im Prinzip auch nicht im Prinzip zu weiteren Ableitungen führen. Damit haben wir uns die Aspekte angeguckt, wie Open Data sein sollten, damit sie gut verwendet werden können. Es gibt aber noch zwei Seitenaspekte, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, nämlich womit lassen sich Open Data gut kombinieren, damit sie sich sehr gut weiternutzen und auswerten lassen. Und was hier oftmals der Fall ist, ist, dass Open Analysis eine gute Ergänzung ist, Open Code. Also letztendlich, dass Sie sagen, ich habe nicht nur die Daten, sondern ich habe ja die Daten auch selbst analysiert, habe da was rausgefunden drüber. Und diese Analyse-Pipeline, diese Skripte, diese Programme, die ich da verwendet habe, je nachdem, ob Sie Code produziert haben, die stelle ich öffentlich auch zur Verfügung. Das fördert letztendlich die Qualitätssicherung, weil dann natürlich jede Person nachvollziehen kann, was sie mit den Daten gemacht haben und das auch weiterverwenden kann. Und man eben damit nachvollziehen kann, was ihre Analysen waren. Das Zweite ist unter Umständen Open Materials. Jetzt zum Beispiel bei uns in der Psychologie, wenn wir Experimente machen, dann ist ja die Frage, was haben wir den Versuchspersonen gezeigt? Und welche Fragebögen haben wir verwendet? Und oftmals ist es bei Fragebögen so, die sind von Verlagen lizenziert. Da gibt es dann nur schwer die Möglichkeit für normale Menschen draußen ranzukommen und zu sehen, wie diese Fragebögen aussehen. Und dementsprechend offene Fragebögen, experimentelle Paradigmen, all die Dinge, die Sie verwenden, um letztendlich Ihre Daten zu produzieren, die andere Personen auch verwenden könnten, um Daten zu produzieren, auch die können Sie als Open Materials zur Verfügung stellen. Und auch hier gilt das Gleiche wie bei Open Data. So ein Programm, das Sie programmieren, das hat natürlich auch einen gewissen Aufwand hinterlassen. Das heißt, Sie müssen entscheiden, unter welcher Lizenzierung Sie das freigeben wollen, ob Sie das nur zur Einsicht stellen wollen oder tatsächlich auch zur Weiternutzung und Veränderung. Auch hier können Sie wieder Creative Commons Lizenzen nutzen. Damit kommen wir wieder zurück zum Ursprung der Rolle von Open Data im Bereich Open Science. Und wenn wir hier Open Data zusammennehmen mit Citizen Science, Open Code und auch noch Open Access, also der freien Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, von Publikationen, dann möchte ich Ihnen garantieren, sind wir auf einem guten Weg zu einer Sternstunde der Wissenschaft, in der Wissenschaft und Gesellschaft Hand in Hand gehen. Und damit von meiner Seite vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und geht's weiter mit dem nächsten Vortrag danach. Herzlichen Dank für diesen super spannenden und sehr informativen Einstieg in Open Data. Und ja, ich hoffe auch auf Sternstunden der Wissenschaft, finde ich super Ende. Und ich gebe gleich weiter an die Melanie Röttlisberger. Dann versuche ich es mal mit den Folien. Genau, das klappt, nehme ich an. Herzlichen Dank. Gut. Herzlichen Dank, Herr Scherbaum, für die Vorlage und dann auch ein Grüezi miteinander von meiner Seite. Wie Sie hören, komme ich aus der Schweiz. Wir haben hier schönstes Wetter und ich werde Ihnen in den nächsten so circa halbe Stunde, 40 Minuten etwas darüber sagen, wie mache ich Daten offen, also wie macht man das überhaupt. Wenn man Daten offen machen möchte, muss man eigentlich schon am Anfang daran denken, dass man das machen möchte. Also nicht erst, wenn es darum geht, im Datenlebenszyklus dann die Daten zu teilen, sondern bereits dann, wenn man eigentlich das Forschungsprojekt plant. Warum ist das wichtig? Was macht man da? Bei der Planung designt man die Forschungsstudie. Man plant das Datenmanagement. Man überlegt sich, welche Dateiformate werde ich haben? Wie viel Speicherplatz brauche ich? Wie möchte ich das Ganze organisieren? Man muss auch die Einverständniserklärungen planen und erstellen, sobald man mit personenbezogenen Daten arbeiten möchte. Man plant dann die Datensammlung und erstellt Vorlagen. Und man sucht eventuell auch nach bestehenden Daten, die bereits von anderen Personen geteilt wurden. Also es kann sein, dass es sich lohnt, nicht selber Daten zu erstellen, sondern zuerst einmal zu schauen, welche Daten bereits bestehen. Wie sieht so ein Datenmanagementplan aus? Ich habe hier ein Beispiel vom Schweizerischen Nationalfonds und auch von den anderen. Also sobald Sie eine Funding Agency haben, einen Forschungsförderer, die geben solche Vorlagen vor und dann können Sie sich daran orientieren. Ein Datenmanagementplan hilft Ihnen, wenn Sie daran eben denken, später die Daten zu teilen, weil Sie sich im Vorfeld schon Gedanken dazu machen können, vor allem wenn Sie mit personenbezogenen Daten arbeiten. Das ist besonders zu beachten, wenn Sie solche Daten haben, wie planen Sie das ein, dass Sie die Daten später dann teilen dürfen? Und was gibt der Datenschutz Ihnen vor? Wichtig hier ist
Die Einverständniserklärung, auch hier gibt es Vorlagen, die Sie benutzen können. Hier habe ich Ihnen ein Beispiel von meiner Universität gezeigt. Das ist von der Universität Zürich. Und das ist nur ein Ausschnitt, wo eben drin steht, dass die Partizipanten, wenn Personen da teilnehmen und Daten erhoben werden von Personen, dass sie angeben können, ja, meine Daten darf man später teilen, anonymisiert oder eben auch nicht anonymisiert, das ist auch okay. Aber das Einverständnis der Personen muss da sein, damit sie die Daten später teilen dürfen. Außer natürlich, Sie können, wie Herr Scherber gesagt hat, Sie können garantieren, dass die Daten absolut zu 100% anonymisiert sind. Dann dürfen Sie theoretisch die Daten auch einfach so teilen, aber Sie müssten dann trotzdem angeben den Personen, dass Sie die Daten anonymisieren. Also auch da müssen die Personen, von denen Sie die Daten erheben, ihr Einverständnis geben. Was wichtig ist zu beachten, wenn Sie personenbezogene oder sensitive Daten sammeln, sammeln Sie wirklich nur diese Daten, die Sie brauchen, also nicht E-Mail-Adressen mal erfassen für den Fall, dass man das später, dass man später die Person wieder kontaktieren möchte, sondern wirklich nur die Daten, die Sie auch bei Ihrer oder in Ihrer Analyse brauchen, und holen Sie sich dieses Einverständnis für die Daten, um die Daten später zu teilen. Dann, wie publizieren Sie Daten? Und ich würde Ihnen jetzt so in 6 Schritte würde ich so ein bisschen durchgehen, auf was Sie achten müssen, wie Sie es machen können. Wie können Sie Ihre Daten offenlegen? Der erste Schritt ist, dass Sie feststellen müssen, wer das Urheberrecht besitzt an Daten. Nur wer das Urheberrecht besitzt, darf eigentlich die Daten dann auch teilen. Dann müssen Sie eine Lizenz wählen. Wie Herr Scherber bereits gesagt hat, bestenfalls eine offene Lizenz. Wählen Sie ein Format, auch hier bestenfalls ein offenes Format, in dem Sie die Daten teilen. Dann bereiten Sie Ihre Daten für die Publikation vor. Sie können sie fair machen, anonymisieren, falls Sie mit personenbezogenen Daten arbeiten. Und was wichtig ist, also sehr wichtig vor allem, ist, dass Sie die Daten gut dokumentieren, damit sie weiter genutzt werden können. Dann wählen Sie ein Repositorium auf, wo Sie Ihre Daten hochladen können. Wir empfehlen hier immer, dass Sie ein fachspezifisches Repositorium auswählen, damit Ihre Forschungsgemeinschaft auch dann die Daten wiederfindet. Und dann laden Sie die Daten hoch. Das tönt sehr simpel, 6 Schritte, zack, 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 dann ist das erledigt. Aber es ist ein ziemlich großer Aufwand, vor allem, wenn man dann die Daten aufbereitet für die Publikation. Und ich werde Sie jetzt einfach durch diese 6 Schritte führen. Zuerst einmal das Urheberrecht. Das Urheberrecht schützt Werke der geistigen menschlichen Schöpfung. Diese müssen originell sein und individuellen Charakter haben. Und das Urheberrecht entsteht automatisch. Sobald Sie einen Text schreiben oder einen Film machen oder Musik aufnehmen, ist dieses Werk urheberrechtlich geschützt. Wenn ChatGPT etwas kreiert, ist es nicht urheberrechtlich geschützt, weil das keine menschliche Schöpfung ist und weil es nicht individuellen Charakter hat. Wenn Sie jetzt mit Bürgern zusammenarbeiten, die einen Beitrag zur Wissenschaft leisten oder zu Ihrem Forschungsprojekt, wird es ein bisschen komplizierter. Oder ist eigentlich, ja, weil diese Personen eigentlich auch urheberrechtliche Ansprüche haben können an dem Beitrag, den sie leisten. Ich stütze mich hier auf Studien, die gemacht wurden, und auf Anleitungen, die Sie auch später dann in den Folien finden. Also wenn Citizens etwas klassifizieren oder transkribieren müssen, bedeutet das nicht, dass sie urheberrechtliche Ansprüche haben, weil keine kreative Schöpfung dahinter ist. Also die Menschen, die Citizens, müssen nicht kreativ arbeiten. Wenn Beobachtungen gemacht werden, ist es so, dass keine urheberrechtlichen Ansprüche bestehen, wenn es einfach um Fakten geht in strukturierten Umfragen, weil eben auch keine kreative Schöpfung dahinter steckt, wenn einfach Bodenproben genommen werden müssen. Aber es bestehen urheberrechtliche Ansprüche, wenn die Bürger Fotos oder Texte einschicken, eben wegen der Kreativität. Und was wichtig ist, dass Sie, wenn Sie mit Citizens zusammenarbeiten, diese urheberrechtlichen Ansprüche oder eben auch Lizenzbedingungen von Drittanbietern im Auge behalten. Es ist auch möglich, dass Sie an einem Institut arbeiten, in dem bei der Personalverordnung festgelegt ist, dass Sie nicht das Urheberrecht haben an den Daten, die Sie erheben, sondern das Institut. Und das ist wichtig, dass man das im Vorfeld abklärt. Wie gehen Sie mit diesen urheberrechtlichen Ansprüchen von Citizens um und wie können Sie damit umgehen? Das Urheberrecht kann nicht als Ganzes übertragen werden im deutschsprachigen Raum. Im angelsächsischen Raum schon. Da können Personen das ganze Urheberrecht abgeben, aber nicht bei uns.
Was nicht übertragbar ist, sind die sogenannten Persönlichkeitsrechte, also als Urheber oder Urheberin genannt zu werden. Aber die Nutzungsrechte sind übertragbar. Da empfiehlt es sich, diese Nutzungsrechte von den Bürgern zu verlangen nach dem Motto, so viel wie nötig ist und nicht so viel wie möglich ist. Deshalb auch eher die Empfehlung, dass man einen Lizenzvertrag mit den Bürgern macht, statt verlangt, dass sie umfassende Nutzungsrechte übertragen. Der Lizenzvertrag sollte diese folgenden Punkte regeln, also welche Nutzungsrechte wird Ihnen gegeben als Forschende des Projektes, welche Nutzungsrechte räumen Sie gegenüber Dritten ein, also wenn es darum geht zum Beispiel, dass die Daten, die von den Bürgern erhoben werden, dann mit Dritten geteilt werden, öffentlich. Wie ist es mit einer Entgeltforderung? Welche zeitlichen Beschränkungen oder räumlichen Beschränkungen bestehen bei der Weiternutzung und welche wirtschaftliche Nutzung ist erlaubt? Und auch dazu finden Sie dann mehr Details in den Ressourcen, die ich auf der letzten Slide habe. Sie bestimmen also bei sich im Projekt, wie Sie das Urheberrecht handhaben wollen und haben dann Ihre Daten bereit und wählen eine Lizenz, bestenfalls offen. Hier nochmal zur Übersicht die möglichen Creative Commons Lizenzen, die Sie auswählen können. Wie Herr Scherbaum bereits gesagt hat, sind diese ersten drei sind sogenannte offene Lizenzen, weil sie die weitmöglichste Weiternutzung ermöglichen der Daten. Wenn Sie Creative Commons Lizenzen verwenden für Ihre Datensätze, benutzen Sie Version 4.0 international, weil frühere Versionen sind nicht für Datensätze gemacht. Wenn Sie Ihre Daten lizenzieren, machen Sie eigentlich ganz klar, wie andere Ihre Daten weiter nutzen können. Das ist sehr empfehlenswert, weil Sie sonst, wenn Sie Daten finden online und es ist nicht klar, mit welchen Lizenzen, wissen Sie gar nicht, was Sie damit machen dürfen und dann werden die Daten auch nicht weiter genutzt. Eine andere Möglichkeit sind die sogenannten Open Data Commons Lizenzen. Die sind sehr ähnlich zu den Creative Commons Lizenzen. Da haben Sie auch die Unterscheidung zwischen Attribution, also dass man den Urheber oder die Urheberin nennen muss. Attribution Share Alike ist ähnlich zu CC BY SA, dass Sie, wenn Sie diesen Datensatz benutzen und weiterverwenden, Ihren eigenen Datensatz, den neuen Datensatz mit der gleichen Lizenz teilen müssen. Und dann die PDDL, die letzte Lizenz, die hier Sie sehen, ist die eigentlich ähnlich zur CC0, also Sie geben eigentlich alle Rechte ab, die möglich sind im Rahmen des Rechtes in Ihrem Land. Wie vergeben Sie eine Lizenz? Ist eigentlich sehr simpel. Sie müssen einfach, wenn Sie zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation jetzt haben, nicht einen Datensatz, schreiben Sie drauf, dieses Werk ist lizenziert unter einer CC BY 4.0 International License. Das können Sie zum Beispiel auch, wenn Sie eine Datendokumentation haben oder ein Codebook, das draufschreiben, dieser Datensatz ist lizenziert unter einer CC BY 4.0 International License. Was wichtig ist, dass der Name der Lizenz drauf ist und der Link zum Lizenztext. Hier noch ein Beispiel für die Open Data Commons Attribution License, hier auch zu einem Datensatz, wie Sie das machen können. Wichtig ist, dass Sie die Lizenz an einem prominenten und sichtbaren Ort anfügen, zum Beispiel auch in der README-Datei oder Datendokumentation oder im Codebook. Sie können es auch auf die Download-Seite stellen, wenn Sie Ihren Datensatz auf einem Repositorium stellen. Oder manchmal sehe ich das auch, dass Personen eine separate Datei hochladen. Da steht dann Lizenz.txt und da ist dann einfach der ganze Lizenztext drin. Wenn Sie die Daten auf ein Repositorium hochladen, haben Sie häufig oder bestenfalls auch die Möglichkeit, die Lizenz direkt auszuwählen. Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot von Zenodo, ein anderes allgemeines Repositorium. Und hier können Sie hier unten die Lizenz eingeben und auswählen. Und sobald Personen dann ihren Datensatz runterladen möchten, sehen Sie ganz klar und deutlich die Lizenz, wie Sie die Daten weiter nutzen können. Das haben Sie also gemacht. Sie haben sich für eine Lizenz entschieden und der nächste Schritt ist, dass Sie sich überlegen, in welchem Format Sie Ihre Daten offenlegen möchten. Hier hat Herr Scherbaum schon eine gute Vorlage gegeben und einfach möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick geben über die verschiedenen Dateiformate, die Interoperabilität erlauben, die eben offen sind. Hier auch für die verschiedenen Dateitypen. Alles, was unter gut steht, sind gute, offene Dateiformate, die Sie verwenden können. Akzeptierbar ist immer akzeptierbar und was ungeeignet ist, sollten Sie vermeiden, wenn möglich.
Es ist natürlich auch okay, dass wenn Sie, wie bereits gesagt, mit einem Statistikprogramm arbeiten, das proprietär ist und das eigentlich bezahlt werden muss, dass Sie Ihren Datensatz sowohl in dem proprietären Format wie auch in einem offenen Format teilen, damit Personen, die auch mit dem proprietären Statistikprogramm arbeiten, den Datensatz gerade direkt einlesen und weiterverwenden können. Dann bereiten Sie Ihre Daten für die Publikation vor und hier möchte ich ein bisschen genauer auf Anonymisierung, FAIR und Datendokumentation nochmal eingehen. Wenn es um Anonymisierung geht, muss man unterscheiden, was für Daten haben Sie genau. Personenbezogene Daten sind eigentlich alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Mir wurde mal gesagt, das können auch Tanzschritte sein. Unabhängig von der Musik, die wir hören, tanzen wir anscheinend ähnlich. Und auch Tanzschritte können, oder wie wir tanzen und uns bewegen, das sind anscheinend auch personenbezogene Daten. Sensitive Daten sind rechtlich geregelt im Datenschutzrecht. In der Schweiz ist es so, dass zur Liste der sensitiven Daten die folgenden vier gehören, die Sie hier sehen. Also zum Beispiel Lohnangaben sind nicht sensitive Daten und gehören nur zu den personenbezogenen Daten. Zudem wird unterschieden zwischen direkten Identifikatoren, also wenn Sie personenbezogene Daten haben, wie zum Beispiel ein Name oder eine Adresse oder ein Foto, weisen direkt auf eine Person hin. Da gibt es keinen Zweifel daran, wer das dann ist. Und es gibt auch indirekte Identifikatoren, die man nutzen kann, wenn man diese zum Beispiel im Zusammenhang mit anderen Angaben verknüpft, je nachdem dann trotzdem die Person identifizieren kann. Also Alter zum Beispiel oder Geschlecht sind indirekte Identifikatoren, weil sie nicht direkt auf eine Person hinweisen. Wenn Sie aber zum Beispiel einen Datensatz haben und Sie haben genau eine männliche Person, die über 80 ist und in diesem Ort wohnt, dann ist die Person je nachdem trotzdem identifizierbar. Wie können Sie personenbezogene oder sensitive Daten teilen? Es gibt diese drei Schritte, die Ihnen helfen, dies zu tun. Also Sie können zuerst einmal die Einverständniserklärung einholen. Wenn die Personen damit einverstanden sind, dass ihre Daten geteilt werden, dann können Sie das machen. Es ist auch möglich, dass Sie eine Einverständniserklärung einholen, dass die personenbezogenen Daten geteilt werden können. Das macht je nachdem Sinn, wenn Sie zum Beispiel mit an seltenen Krankheiten forschen und die Daten gar nicht genügend anonymisiert werden können, aber trotzdem geteilt werden sollten, einfach auch damit andere Personen, die an dieser Krankheit leiden, dass die das wissen. Genau, also es ist möglich, das zu tun. Dann die zweite Möglichkeit wäre, die Daten zu anonymisieren oder pseudonymisieren. Da gehe ich auch noch ein bisschen genauer ein, wie das gemacht werden kann. Und die dritte Möglichkeit ist, dass Sie die Daten auf ein Repositorium hochladen, aber dann den Zugriff auf die Daten kontrollieren oder sogar Sperrfristen einrichten. Wenn Sie die Daten nicht teilen können, also wenn Sie kein Einverständnis haben, wenn Sie die Daten nicht anonymisieren oder pseudonymisieren können, weil es zum Beispiel Videodaten sind oder Dateien, und wenn Sie auch kein Repositorium haben, wo Sie den Zugang kontrollieren können, und es macht keinen Sinn, dann teilen Sie zumindest die Metadaten, das heißt die Informationen über die Daten, die Datendokumentation, das Codebook, damit andere Personen wissen, dass die Daten existieren. Wie pseudonymisieren Sie oder anonymisieren Sie? Was ist der Unterschied genau? Bei der Anonymisierung und der Pseudonymisierung ersetzen Sie die personenbezogenen Informationen durch andere Informationen, also durch Pseudonyme zum Beispiel. Der Unterschied ist, dass Sie bei den pseudonymisierten Daten diesen Key, also den Schlüssel, der von den personenbezogenen Daten zu den anonymisierten Daten führt, behalten. Bei den anonymisierten Daten werfen Sie diesen Schlüssel weg. Also zum Beispiel, wenn Sie Video- oder Audiodateien haben und diese transkribieren und dann die Transkriptionen anonymisieren. Für die Anonymisierung müssten Sie dann die ursprünglichen Transkriptionen und die Audiodateien wegwerfen, sozusagen, damit diese nicht mehr bestehen, also damit das nicht mehr zurückverfolgt werden kann. Wie können Sie anonymisieren, wenn Sie mit quantitativen Daten arbeiten, also mit numerischen Daten zum Beispiel oder tabellarischen Daten, dann können Sie zum Beispiel die direkten Identifikatoren, die Sie nicht brauchen, löschen. Das wären Name zum Beispiel oder E-Mail-Adresse. Sie können auch Daten
gruppieren, also Alter kann man in Gruppen anstatt einzelne Altersangaben oder den Wohnort könnten Sie auch in Regionen umfassen, um auch die Genauigkeit zu generalisieren. Sie könnten auch die oberen und unteren Bereiche einschränken, um eben Ausreißer auszublenden, sogenannte Outliers, oder Informationen entfernen, die nicht für die Reproduktion Ihrer Ergebnisse erforderlich sind. Hier ein paar Tools, wie Sie das machen können, die Ihnen zur Verfügung stehen. Amnesia von OpenAIR ist eine Möglichkeit. Es gibt auch ARCS, den ARCS Data Anonymization Tool. In R haben Sie auch die Möglichkeit zu anonymisieren mit SDC Micro. Und in Python gibt es auch die Möglichkeit, wenn Sie programmieren können, die Daten, quantitative Daten zu anonymisieren. Wenn es um qualitative Daten geht, also zum Beispiel Textinterviews, da ist es wichtig, dass Sie direkt und indirekte Identifikatoren im Text überhaupt mal aufdecken und dann am besten, falls die Anonymisierung auch zum Zeitpunkt der Transkription planen, also dass, wenn Sie transkribieren, gleichzeitig eigentlich auch die Daten anonymisieren. Es ist wichtig, dass die Pseudonyme und Ersetzungen konsequent verwendet werden. Es ist auch gut möglich, also ist auch gut, wenn Sie eine unbearbeitete Version der Daten zur Verwendung innerhalb des Forschungsteams aufbewahren, damit Sie immer wieder zurückgehen können und schauen, stimmt das alles, haben wir alles gut anonymisiert. Eine Möglichkeit zum Beispiel zum Anonymisieren ist mit XML, dass Sie dann im Abschnitt die Abschnitte kennzeichnen, die Sie anonymisiert haben. Und was auch wichtig ist, ist, dass Sie ein Anonymisierungsprotokoll in einem Anonymisierungsprotokoll festhalten, welche Änderungen und Ersetzungen Sie gemacht haben, damit dieser Schritt auch nachvollziehbar ist. Auch hier einige Tools. QualiAnon ist von QualiService Data Sharing. Da können Sie Textinterviews, also Texte, anonymisieren. Dann gibt es das Text Anonymization Helper Tool. Das ist ein Add-on für Microsoft Word, was sehr gut funktioniert, wenn Sie englische Texte haben, weniger für deutsche Texte. Und dann auch mit R und Python, wenn Sie programmieren, können Sie natürlich das auch automatisieren. Dann zur Zugangskontrolle, da gibt es drei Möglichkeiten. Sie können die Daten einfach offenlegen, das wäre der offene Zugriff. Das heißt, jeder, der möchte, kann aufs Repositorium gehen und kann die Daten runterladen. Man muss sich nicht registrieren. Das heißt, Sie wissen aber auch nicht, wer die Personen sind, die Ihre Daten nutzen. Dann können Sie eingeben, dass nur registrierte Benutzende Zugriff haben sollten auf die Daten. Oder Sie können den Zugriff einschränken. Es wäre Restricted Access. In diesem Fall müssten die Personen, die die Daten möchten, Ihnen zum Beispiel via Repository eine E-Mail schreiben und angeben, für was Sie die Daten benutzen möchten. Und Sie können sie dann auch diese per Mausklick dann freischalten. Zusätzlich dazu gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf Zenodo, dass Sie eine Sperrfrist setzen können. Das heißt, die Daten werden dann erst nach Ablauf der Sperrfrist offen gemacht. Wie machen Sie die Daten fair? Hier hat Herr Scherbaum bereits wichtige Punkte herausgestrichen. Die möchte ich einfach noch einmal kurz zusammenfassen. Für die Findability ist es wichtig, dass Sie die Daten gut dokumentieren und auf ein Repositorium hochladen, das persistente Identifikatoren vergibt. Für die Accessibility ist es wichtig, dass die Metadaten zugänglich sind und dass der Zugriff klar geregelt ist. Das heißt, Sie können Ihre Daten fair machen. Sie müssen nicht offen sein dafür. Wenn Sie zum Beispiel nur die Metadaten teilen können, sind die Daten dann trotzdem fair. Dann für Interoperability, dass Sie eben offene Dateiformate verwenden und ein kontrolliertes Vokabular. Das heißt, dass Sie Variablen, Namen benutzen, die in Ihrer Forschungsgemeinschaft gang und gäbig sind und nicht irgendwelche anderen Vokabularien oder Variablennamen. Und für Reusability ist es wichtig, dass Sie eben Datendokumentation machen und die Daten mit einer, wenn möglich, offenen Lizenz versehen. Zuletzt noch zu den Metadaten. Was nicht gut ist, wenn Sie Ihre Daten beschreiben, ist, wenn Sie, also man muss sich das so vorstellen, Sie haben Ihre Daten da in einer Dose und schreiben einfach so ein bisschen über die Dose etwas. Man weiß aber nicht wirklich, was drin ist. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie selber eine solche Dose haben und irgendwo in den Vorratsschrank stellen, dann wissen Sie wahrscheinlich schon in einer Woche oder zwei Wochen nicht mehr, was da drin ist. Das heißt, auch für Sie selber als Forschende ist es wichtig, dass Sie Ihre Daten mit guten Metadaten versehen. Das ist schon mal besser. Also man weiß jetzt, was da drin ist, nämlich
Pilzsuppe und man weiß, wer der Autor ist. Man hat wahrscheinlich auch ein Ablaufdatum, also Date of Creation. Sie wissen, wann der Datensatz erstellt wurde. Was noch besser ist, wenn Sie Ihre Daten wirklich reichhaltig machen und strukturiert. Mit dem Ziel, dass andere Personen und Sie selbst die Daten später in einem Jahr oder so weiter nutzen können und wissen, was gemacht wurde. Es gibt so wichtige Schritte oder wichtige Hinweise, auf was Sie achten können, wenn Sie Metadaten erstellen oder eine Datendokumentation. Beschreiben Sie sicher immer, wer hat die Daten erstellt, was ist in den Daten drin, wann wurden die Daten erstellt, wo wurden sie erstellt, warum wurden sie erstellt und wie wurden die Daten erstellt. Und das sind so die minimalen Verpflichtungen oder was wir empfehlen, was Sie im Minimum in einer Datendokumentation drin haben sollten. Dann reden wir manchmal von Metadaten, manchmal reden wir von Datendokumentation. Das kann ein bisschen verwirrend sein. Und deshalb eine kurze Erklärung. Datendokumentation kann man so verstehen, das ist ein separates Dokument, das von einem Menschen gelesen werden kann und das hochgeladen werden kann auf ein Repositorium, zum Beispiel als README-File oder als Codebook. Metadaten sind häufig diese Daten, die Sie im Online-Formular eingeben, im Repository, also wenn Sie zum Beispiel den Titel oder die Autoren angeben müssen. Und die sind in der Regel von den Maschinen lesbar, also von einer Software. Hier ein paar Beispiele. Hier haben Sie das README-File, also hier unten. Genau, das ist von GitHub ein README-File in Markdown. So würde das aussehen. Oder wenn Sie auf Zenodo sind, geben Sie hier Metadaten ein. Und wenn dann das gespeichert wird, sieht der Output so aus. Und diese Metadaten, die können von Maschinen gelesen werden. Gut, dann haben Sie diese wichtigen Schritte gemacht. Sie haben Ihre Daten vorbereitet für die Publikation und müssen sich jetzt noch entscheiden, wo Sie Ihre Daten hochladen möchten. Das haben Sie bestenfalls eigentlich schon in der Planungsphase gemacht. Aber spätestens jetzt müssen Sie sich definitiv entscheiden, wo Sie Ihre Daten hochladen. Es gibt da viele Möglichkeiten. Re3Data ist ein Registry of Research Data Repositories, das eigentlich ein Sammelsurium ist von verschiedenen Datenrepositorien, wo Sie nach Disziplin filtern können. Ich habe Ihnen hier auch noch ein paar Beispiele aufgeführt, wie zum Beispiel Dryad oder Figshare. Open Science Framework, das Herr Scherbaum bereits genannt hat, Zenodo, das ähnlich ist wie das Open Science Framework, auch ein allgemeines Repositorium. Und dann für zum Beispiel die Social Sciences haben Sie in Österreich Arche, in Deutschland GESIS und in der Schweiz wäre es das DASH, wo zum Beispiel Humanities-Daten oder Daten von von Sozialwissenschaften hochgeladen werden können. Was macht ein gutes Repositorium aus? Es sollte persistente Identifikatoren vergeben. Es sollte Ihnen ermöglichen, umfangreich Metadaten zu erfassen. Und diese Metadaten sollten zur Verfügung stehen, auch wenn die Daten nicht mehr vorhanden sind. Es sollte Ihnen ermöglichen, eine klare Lizenz auszuwählen und wenn möglich auch den Zugang zu regeln. Und es sollte garantieren, dass die Daten Langzeit archiviert werden. Und hier redet man in der Regel von 10 Jahren. Was sind Repositorien, die das ermöglichen? Hier ein paar Beispiele. Und all diese Repositorien sind auch faire Repositorien. Das heißt eben, sie vergeben zum Beispiel persistente Identifikatoren. Es gibt institutionelle Repositorien. Das kommt dann je auf Institut drauf an, ob sie eins haben oder nicht. Wir zum Beispiel an der Universität Zürich haben jetzt kein Repositorium für Daten. Die ETH hat eins und es gibt auch andere Universitäten in der Schweiz, die eins zur Verfügung stellen. Dann gibt es allgemeine Repositorien, wie zum Beispiel im USF, Zenodo, Dryad oder UDOT sind solche. Harvard Dataverse ist auch so eins. Dann gibt es eben diese fachspezifischen Repositorien, die wir empfehlen. Hier können Sie zum Beispiel auch sich zuerst mal in Ihrer Forschungsgemeinschaft umhören oder schauen, wo andere Personen ihre Daten publizieren oder dann re3data.org benutzen. Und ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele aus verschiedenen Disziplinen. OpenGeo ist für geografische oder geologische Daten, Clarin für linguistische Daten. Dann haben wir das DASH für geisteswissenschaftliche Daten und Envidat für umweltwissenschaftliche Daten.
Dann gibt es auch kommerzielle Repositorien. Es ist nicht so, dass diese per se Geld machen, indem sie Daten hochladen, aber es steckt ein Betreiber dahinter, der kommerziell ist. Das wäre zum Beispiel Figshare und Mendeley Data. Das empfehlen wir in der Regel nicht, dass Personen ihre Daten da hochladen, aber wenn das das Repositorium ist, das in ihrer Forschungsgemeinschaft benutzt wird, dann macht es natürlich Sinn, dieses zu nutzen, damit die Daten auffindbar sind durch die Forschungsgemeinschaft. Dann haben Sie sich entschieden für ein Repositorium und laden Ihre Daten hoch. Und damit wäre ich eigentlich schon am Ende meines Vortrages. Ich habe Ihnen hier noch eine kurze Zusammenstellung gemacht, wo Sie weitere Informationen finden. Und dann eben auch zum Urheberrecht und Citizen Science Projekte habe ich mich von diesen drei Referenzen hier inspirieren lassen. Ja, vielen Dank, Frau Rötlisberger, für den informativen Vortrag und auch nochmal vielen Dank an Stefan Scherbaum für den ersten Input.